Finde ich gut. Genau. Ja, dann hol die mit dem Cap. Und den habe ich auch da. Und super gut. Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir für meine Schwester ein Osterkörbchen vorbereiten, weil wenn ihr das Video seht, ist es schon Ostern, aber ich habe es natürlich schon vorgedreht. Deswegen, ich wünsche euch erstmal frohe Ostern. Und für euch habe ich natürlich auch was vorbereitet. Für euch habe ich nämlich auch ein kleines Osterkörbchen vorbereitet. Und da habe ich ein paar Sachen bei Amazon geholt und im DM werden wir gleich auch noch ein paar Sachen holen. Ihr könnt mitmachen, indem ihr, weil ich blende nämlich im Laufe des Videos ein kleines Tierchen ein. Und das kann zum Beispiel ein Hund, eine Katze, also was auch immer sein. Und ihr müsst es dann finden und es wird auch nur ganz kurz aufblinken. Und wenn ihr es gefunden habt, schreibt es in die Kommentare und ihr müsst natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Glück. Schreibt mir einfach, bei welcher Minute ihr das Tier seht und somit nehmt ihr automatisch teil. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt zum DM und kaufen für euch und meine Schwester was Cooles. So, jetzt sind wir bei DM. Ist ein bisschen windig hier und jetzt schreibe ich erstmal was aus. So, jetzt holen wir erstmal was für meine Schwester. Ich bin jetzt hier bei L'Oreal und ich glaube, ich hole mal die Wimperntusche. Ich weiß gar nicht, welche meine Schwester benutzt, aber egal, ich hole mal mit einer. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Ja, die habe ich auch. Vielleicht kannst du die nehmen. Diese schwarz-silber, ja, die finde ich gut. Finde Laura bestimmt auch gut. Jetzt hole ich noch ein Blue-Schaumgeld mit. Popcorn, das riecht so gut. So Leute, ich glaube, ich hole jetzt noch ein Deo. Aber ich muss jetzt erstmal da. Das riecht irgendwie nix. Leute, ich habe jetzt noch diese neue Reihe gefunden, Labello Carry Beauty. Vielleicht kennt ihr die. Genau, und vielleicht hole ich mir davon eins mit. Ach, wisst ihr was? Holen wir einfach für meine Schwester auch noch eins mit. Nehmen wir das rote. Leute, ich habe jetzt einfach noch neue Lulu Kaugummis gefunden. Funky Cola. Und die will ich jetzt auch noch für meine Schwester mit. Leute, meine Schwester ist so schwierig, weil die will keine Masken und so, weil sie benutzt sie nicht. Deswegen ist es immer so schwierig, aber ich glaube, ich hole jetzt einfach eine Proteinriegel, weil sie geht, also Proteinriegel, weil sie geht ins Fitnessstudio und da müssen die Muskeln bleiben. Deswegen immer nach Sport. Ich glaube, den mag sie hier, diesen Marbell's Salty Peanut, ja. Ich weiß nicht, Protein, ja, Protein, genau. Den kannst du nehmen. Das sieht auch frei aus. So, ich hole jetzt noch für meine Schwester eine Haarmaske, weil die wollte sie die ganze Zeit ausprobieren. Diese Bierfüß-Haarmasken. Und ich glaube, ich hole auch noch eine. Oh, da sind drei Haarmasken drin. Dann hol die mit dem Cap da unten. Das sind die, die du auch immer hattest. Ach so, ja. Das sieht Laura lustig aus. So Leute, jetzt suche ich noch Sachen für euch raus, aber das filme ich nicht mit, weil es soll noch eine kleine Überraschung bleiben. Und ja, genau, aber ein paar Sachen habe ich auch bei Amazon schon bestellt. Deswegen freut euch auf jeden Fall. Aber keine Sorge, ich zeige euch natürlich zu Hause, was ich alles geholt habe und was ihr alles gewinnen könnt. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich zeige euch erstmal die Sachen, die ich für meine Schwester geholt habe. Dann die Sachen, die ich dann euch verlose. Und darauf freue ich mich auch schon drauf. Waren übrigens noch im Rossmann und dann habe ich noch ein bisschen im DM noch ein bisschen geschaut. Weil wenn ich euch das jetzt alles gezeigt hätte, es wäre viel zu langweilig gewesen. Ja, ich habe zwei Körbchen und noch drei Sachen, die haben nicht mehr reingepasst. Ja, fangen wir jetzt einfach mit dem ersten Körbchen hier an. Also ich werde es auf jeden Fall nochmal schön reinlegen, weil jetzt einfach nur so reingeknallt. Ja. Also erstmal, das ist voll süß. ASMR. So, also Bio muss natürlich immer dabei sein. Deswegen habe ich diese
Schoko-Erdbeeren geholt. Genau, weil jetzt nicht so diese Crunchy und so Schoko-Erdbeeren, die jetzt irgendwie auf der Kirmes oder so sind. Halt einfach so basic Schoko-Erdbeeren. Dann habe ich noch Bilou und das ist Sweet Popcorn und das riecht so gut. Mach ich rüber. Oh, lecker. Also meine Schwester, die verbraucht so viel Duschgel oder Duschschaum, halt in sich Duschzeug. Das ist nicht mehr normal. Laura, was machst du? Dann habe ich noch von Nature Box so eine Spülung geholt. Und die riecht auch sehr gut. Die riecht irgendwie nach Haribo, finde ich. Oh ja, stimmt. Die riecht nach diesem Pixel. Ja. Und ich muss euch was sagen. Ich hatte ja mal bei Shots so dieses Shotbuch gelernt, wo ich diese Knete gemacht habe. Und da kann ich euch auf jeden Fall Nature Box empfehlen, weil damit geht das richtig gut. Aber kauft es, wenn es im Angebot ist, weil sonst ist das Ganze viel zu teuer. Ich habe noch zwei Sachen von Track & Moon geholt. Einmal Brazilian Love, das ist Mandel-Vanille-Duft. Boah, das riecht bombastisch. Und dann noch Creamy Winter Dream. Das habe ich auch für Schwimmen immer mit. Also ich habe ja Schwimmunterricht. Dann nehme ich das immer mit. Und das riecht auch so gut. Es erinnert mich jetzt immer ans Schulschwimmen, obwohl ich das nicht immer mit... Also ich benutze das nicht immer. Aber trotzdem, diese Packung, die wird mich immer an den Schwimmunterricht erinnern. Und diese Mascara, aber die habt ihr eben schon gesehen. Da musst du natürlich auch Vaseline mit. Weil meine Klassenkameradin ist gefühlt süchtig danach. Und wenn du das anschaust, du weißt, dass du es bist. Und die ist irgendwie für alles zu gebrauchen, für Lippen, weil Lippen sind gefühlt immer trocken. Meine Schwester hat auch oft trockene Lippen. Für Wimpern und für Hände und für alles. Nun, Bello, du! Nochmal dieses süße Oster-Caption. Richtig cute. So, fangen wir mal hiermit an. Das ist so ein Cleansing Foam und den habe ich auch und der ist so gut. Ich liebe es einfach. Dann noch ein Pocket Snack für Anime zu schauen, YouTube. Das, was du halt schaust, Laura, deine Dokus. Wenn du im Fitnessstudio warst, brauchst du auf jeden Fall Proteine. Deswegen habe ich dir Saatenmix Schokoprotein geholt. Also keine Sorge, das Video habe ich ja schon am Anfang gesagt, kommt am Ostersonntag raus. Und dann hat meine Schwester das ja schon, deswegen ist egal. Dann nochmal Duschgel und das sieht richtig cool aus. Und ihr wisst ja, das habe ich euch ja per E-Mail gesagt, meine Schwester verbraucht gefühlt an zwei Tagen eine ganze Flasche. Und das ist Kirschblüte Reismilch. Gibt mir so ein bisschen Japan-Vibes. Und ja, ich nehme mal. Oh, das ist so bombastisch. Oh ja, sehr gut. Wenn meine Schwester auch super stylisch aussieht. Diese Haarmaske, die habe ich euch ja schon gezeigt. Und ich finde das immer so cool, wenn man hier so... Das ist voll cool, macht voll Spaß. Das sieht bestimmt lustig aus, wenn meine Schwester so eine Avocado im Kopf hat. Deo. Das riecht auch super. Ich habe meine Schwester, das habe ich entdeckt, von Schwarzkopf, Taft. Ist so ein Overnight Frische Wunder, Overnight Bowl, Trockenshampoo-Schaum. Hier soll man nämlich abends das auf seine Haare so drauf machen, also wenn man fettige Haare hat. Und wenn man morgens aufwacht, sind die dann nicht mehr fettig. Also praktischerweise wie durch Magie sollen dann am nächsten Tag keine fettigen Haare mehr sein. Schreibt mir mal gerne, ob ihr es schon mal benutzt habt, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Das würde mich nämlich mal interessieren. Weil meine Schwester wäscht sich nämlich immer zweimal am Tag die Haare. Deswegen dachte ich, damit sie nicht mehr so oft ihre Haare waschen muss, weil es ja auch nicht so gut für die Haare ist, ist es vielleicht eine gute Lösung. Wir haben wieder Spülung hier. Und die riecht auch sehr gut. Das ist von Dove.
Dann habt ihr auch schon gesehen, Labello Caring Beauty. Habe ich auch noch für sie geholt. Also ich habe auch einen und ich hole den mal gerade und dann wählen wir den zusammen aus. So, hier bin ich wieder und jetzt packen wir den mal aus. So, jetzt kommt der Magic Moment. Boah. Riecht auch sehr gut. Also meine Mutter hat den in Pink und mal gucken, ob der wirklich so viel Farbe abgibt, wie alle sagen. Jetzt hole ich mal gerade mein Handy. Also der Pinke gibt auf jeden Fall so viel Farbe ab. Okay, der Rote? Mal schauen. Wow. Oh ja, sehr schön. Natürlich, ne? Mhm. Oh, der ist richtig schön. Gibt mir Calling-Vibes. Oh, der ist richtig schön. Oh Leute, ich muss erstmal ein Foto machen. Ich bin sehr begeistert. Und Labello, ich bin offen für jede Kooperation. Last but not least, die Lu-Kaugummis, die habe ich euch ja auch schon gezeigt. Das sind die Funky Cola, spritzig und spritzig lecker Kaugummis. Und ja, die sehen sehr funky aus. So, jetzt kommen wir mal endlich zu euren Geschenken. Also erstmal habe ich für euch ein tolles Körbchen geholt. Damit könnt ihr schön in die Schule gehen. Also erstmal habe ich euch das Buch, was ich auch gelesen habe und was ich sehr toll finde, habe ich euch erstmal gekauft und das werden wir jetzt auch mal reinlegen. Aber nachher werde ich es schöner reinpacken. Ich glaube, ich kriege das jetzt nicht so bombastisch hin. Übrigens, falls ihr jetzt das nicht gesehen habt und das Cover nicht so richtig gesehen habt, das Buch heißt nur noch ein einziges Mal, It Ends With Us. Und es ist von Colleen Hoover. So, weiter geht's. Diese Kopfhörer, das sind die Soundpeaks Mini Pro HS. Ich packe die mal gerade raus. Also sind die hier. Genau. Und übrigens, die habe ich auch. Die nehme ich immer im Zug mit, wenn ich mein Samsung-Handy dabei habe, weil die AirPods klappen ja nicht bei einem Samsung-Handy. Deswegen habe ich die auch und die mag ich auf jeden Fall total gerne. Das sind so Earbuds. Dann, damit ihr auch immer eine Erinnerung an mich habt, ein Schlüsselanhänger. Voll cute. Dann, weil ich die auch liebe, von Track & Moon Warm Cinnamon Nights. Das riecht auch sehr gut, das Duschgel. Wow. Und Your Cozy Winter Day. Das riecht auch wow. Very good. Ich habe für euch auch noch ein paar Alkoholmarker geholt. Keine Ahnung. Keine Sorge, ihr werdet davon nicht betrunken. Die sind super gut und die Farben sind auch super toll. Weil ihr mal fragt, woher ich meine Tippexe habe. Egal wie die Mehrzahl ist. Und ihr findet die auch immer so toll. Deswegen habe ich euch noch einen Tippex dabei gepackt. Ist ein bisschen verkiebt, aber egal. Ist wirklich fett. Sehr cute. Dann habe ich noch einen Tintenkiller für euch geholt, weil Tintenkiller braucht man immer. Also sehr wichtig. Und noch einen süßen Katzenkuli. Genau, der ist so ganz fein. Sehr cute. Für euch habe ich auch das Deo geholt, weil ich dachte mir, komm, ich hole das auch für euch mit. Yes. Ich erkläre euch jetzt nochmal die Gewinnspielregeln sozusagen. Regel Nummer 1. Also im Video, also es war jetzt hier irgendwo im Laufe des Videos, ist ein kleines Tierchen so aufgeblinkt. Und ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, wann ihr das, also bei welcher Minute ihr das gesehen habt. Regel Nummer 2. Ihr müsst natürlich auch Abonnent von meinem Kanal sein und einen Daumen nach oben geben. Das war's auch schon. Es ist super einfach. Nur 2 Regeln. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich kann euch mit dem kleinen Osterkörbchen eine schöne Freude machen. Ich wünsche euch noch tolle Ostertage und ein schönes Osterfest. Feiert schön und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!